Hallo zusammen. Und ich kann es wieder mal nicht lassen. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel vom großen Schillerfalter vorstellen. Ich weiß, langsam wirst du ein bisschen eintönig hier, jedes Mal großer Schillerfalter. Mittlerweile müsstet ihr eigentlich die Habitate sehr gut kennen. Ich hoffe es. Dann hätten meine Videos zumindest mal was gebracht. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann umso besser. Ihr könnt das euch jetzt nochmal angucken. Und zwar. Perfektes Beispiel, wieder einmal, aber diesmal wirklich, also nochmal ein i-Tüpfelchen. Wir sehen hier einen Bachlauf, also hier unten entlang geht ein kleiner Bach, mäandriert hier an diesen Bachtälchen. Ein sehr schön naturnahes Bachtälchen, Erlensaum, Bach begleitend, also sind hier überall drin, das sind alles Erlen. Zieht sich hier oben weiter, das kleine Tälchen, relativ feuchte Wiesenbereiche dazwischen, wir sehen Binsen. Und auch ungemähte Stellen, das heißt, da war es sehr feucht im Sommer. Bögen, Erlen, also so richtig ja, Weichhölzer, perfekte bachbegleitende Flora. Und auch hier entlang von dem Graben, von diesem ja, recht, ich sag mal, natürlichen Waldweg, also geschottert, nicht geteert, ist schon mal gut. Und ja, hier kann man den Forst eigentlich loben. Und zwar, ihr seht jetzt hier schon im Bild eine Weide. Und eigentlich, wo ich hier jetzt gerade hier entlang gelaufen bin, habe ich mir schon gedacht, ich muss eigentlich gar nicht suchen, ich kann gleich einen Vermerk auf der Karte machen für einen Fund, weil das ist zu eindeutig. Also das ist wirklich, ja, besser könnte man sich nicht ausdenken. Ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht, habe mal geschaut. Und zwar allein schon an dieser Weide. Wir sehen hier ein Blatt, typisches Sitzblatt. Scharf bekommen. Wir sehen einen dünnen Faden. Sind wir jetzt sehr gut. Das Blatt hängt an den dünnen Faden. Es sind nicht viele Fäden, das ist nur einer und dadurch sehr typisch für großen Schillerfalter. Die Raupe dazu habe ich jetzt hier leider nicht gefunden, muss ich sagen. Genauso auch hier nochmal ein Beispiel. Auch hier war eine Raupe im Sommer, ich habe sie jetzt nicht gefunden. Das heißt, wir hätten jetzt hier schon die zweite Raupe an diesen Bäumchen gehabt. Und wenn wir uns weiter umschauen, also hier oben kann man es erkennen, hier wackelt das nächste Blatt. Das heißt, da hätte ganz sicherlich die dritte Raupe gesessen im Sommer. Auch hier kein Raupenfund. Also erstmal ein bisschen enttäuschend. Ich kann euch keine Raupe zeigen, theoretisch. Aber ich habe es beim letzten Video schon erwähnt, nicht aufgeben, weitersuchen. Der Erfolg kommt irgendwann. Also hier grundsätzlich, das ist definitiv ein großer Schillerfalter gewesen. Ich würde das auch auf der Karte als Fundpunkte verzeichnen. Das heißt, hier hätte ich eigentlich drei Raupen im Sommer zu erwarten. Beziehungsweise waren definitiv da. Die sind jetzt mittlerweile durch Vögel einfach gefressen. Der Nachweis an sich ist aber sicher. Dass ich euch aber jetzt trotzdem noch was zeigen kann. Hier ist eine nächste Weide. Auch hier wieder kleiner Bachlauf entlang in diesem Graben. Und das hier ist die Weide. Auch hier sehen wir schon von Weiden wieder wackelnde Blätter. Ihr könnt das erkennen. Ich hole den erstmal ran. Wir brauchen gar nicht groß zu suchen, denn ihr seht hier schon eine Raupe. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier an dieser Stelle eine Raupe. Großer Schillerfalter, eindeutig. Und drehen wir den Ast mal um, beziehungsweise schauen uns den von oben an. Ups, da ist auf der anderen Seite auch noch was. Nächster Schillerfalter, ebenfalls nochmal eine schöne Raupe. Jetzt könnt ihr es schön erkennen. Und so geht es hier im Endeffekt weiter. Also mega geniale Weide, muss ich sagen. Hier oben hängt auch nochmal so ein kleiner, kann man es schlecht erkennen, jetzt ein Zweig im Endeffekt nur noch auf befestigt. Und also weist auch auf Schillerfalter hin. Und natürlich auch hier, wenn ich es scharf bekomme, sehen wir die Raupe. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen an dieser Knospe. Eindeutig großer Schillerfalter. Und das war es auch natürlich noch nicht gewesen. Auch hier wieder ein Blatt. Und dann schauen wir uns den Ast mal an. Machen wir es so. Ich habe hier einen Ast, einen Zweig. Und wir sehen hier einen großen Schillerfalter, eine Raupe. Und also hier war die Raupe. Und jetzt bin ich an diesem Ast.
Geh den mal entlang. Und die nächste Knospe inklusive Raupe. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt schon auf dieser kleinen Stelle, hatten wir hier 2, 3, 4, 5. Also an diesen kleinen Bäumchen schon allein mindestens 5 Raupen. Und da habe ich jetzt nur diese Zweige angeguckt, wo diese Blätter hängen. Ich würde davon ausgehen, da sind noch viele weitere. Also hier oben sehe ich jetzt zum Beispiel auch gerade, kann man erkennen, einer, das ist abgebrochen, aber grundsätzlich, also ich würde hier noch viele weitere Raupen erwarten. Insbesondere auch an dieser Weide hier drüben. Das war ja eigentlich die, die so besonders war. Also ich hatte jetzt an diese kleinen 5, hier hatte ich dann nochmal mindestens 4 wackelnde Blätter gesehen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon mal 9 Raupen wahrscheinlich im Sommer hier sitzen. Nur an diesen, in dieser kleinen Stelle und einfach, weil die Bedingungen so optimal sind. Also das kann man sich jetzt wirklich als Forst einmal angucken, Forstmitarbeiter. Einmal nachbauen bitte. Also geschotterter Waldweg, sehr gut, nicht geteert. Gleichzeitig die Gräben, wasserführend, das Bachtälchen. Und man lässt eben hier den Weichholzsaum zu. Das ist jetzt wirklich wichtig auch, dass in der Zukunft im Sommer dann nicht die Weiden entfernt werden und die Wege befreit werden im Endeffekt vom aufkommenden Gehölz. Beziehungsweise wenn, dann soll man darauf achten, dass man nicht alles gleichzeitig wegnimmt. Das ist ja wirklich zu beachten bei der Bewirtschaftung. Also man sieht es schon, vor allem hier vorne wächst das Gebüsch langsam in den Weg rein. Also es ist anzunehmen, dass der irgendwann hier mal befreit wird, dass die Gräben beschnitten werden. Und das wäre natürlich fatal, dann wären die Raupen weg. Und hier sollte man unbedingt darauf achten, dass Weiden erhalten bleiben, dass sie verschont bleiben und nicht alles mit einem Mal beschnitten wird. Genau. Also wunderbares Beispiel und ja, ich hoffe, es hat euch animiert, ebenfalls auf die Suche zu gehen. Und dann, wenn das so sein soll, dann wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ein kurzer Nachtrag. Und zwar, ich stand gerade hier unten, habe euch die Weide gezeigt. Auf dem Weg hier habe ich jetzt nochmal 4 Raupen gefunden, auch an der Weide. So sind auch nochmal 3. Und hier drüben im Gebüsch drin auch nochmal einer. Und jetzt möchte ich den Fokus noch mal ein bisschen auf was anderes lenken. Es ist ja, also es profitieren ja nicht nur die großen Schillerfalter von diesen Weichhölzern, von diesen Waldsäumen, sondern ich habe euch auch schon andere Arten vorgestellt, die ebenfalls von Waldsäumen profitieren. Und auf dem Weg hier hoch habe ich jetzt auch so kleine Pappeln am Wegesrand gefunden. Wäre natürlich optimales Habitat auch für den großen Eisvogel, also luftfeucht, wir haben den jungen Pappelaufwuchs und deswegen habe ich jetzt hier mal kurz, beziehungsweise ich wollte eigentlich schauen, ich habe noch gar nicht geschaut, was mir auch sofort ins Auge gestochen ist, ist an diesem Ast, bekomme ich nicht scharf, ebenfalls nochmal eine Raupe und zwar ebenfalls so ein kleiner Raube mit Hörnchen, also wieder Schillerfalter, wie ich es euch gerade schon vorgestellt habe. Jetzt könnte man denken, es ist großer Schillerfalter, aber nein, an einer Zitterpappel Esper. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder eigentlich sicher, ein kleiner Schillerfalter. Das heißt, hier unten haben wir jetzt schon ja, 12 mittlerweile, glaube ich, Rauben vom großen Schillerfalter festgestellt. Und direkt hier oben, wenige Meter daneben, kleiner Schillerfalter. Beide Arten sind ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich stark gefährdet, vom Aussterben bedroht hier in Sachsen und also in den meisten Bundesländern wirklich sehr selten. Und man sieht einfach, was man erreichen kann mit so einem kleinen Waldsaum, wenn man diese Weichhölzer zulässt im Graben und den Graben eben nicht immer komplett abmäht und ja, wie gesagt, eben einfach so einen Saum zulässt, was man da erreichen kann. Also wie viele da Arten sich da ansammeln können, die wirklich stark gefährdet sind, eben auch durch unsere Waldbewirtschaftung, weil eben diese Säume nicht zugelassen werden. Und in Weidengebieten zumindest. Und so könnte ich mir jetzt eben auch hier vorstellen, den großen Eisvogel noch, der dann wirklich noch vom Aussterben bedroht wäre und in den meisten Gebieten Deutschlands eigentlich fast schon verschwunden ist. Oder schon verschwunden ist, beziehungsweise nie vorkam. Und ja, wir sehen einfach die Bedeutung dieser Waldränder und Waldlichtungen. Und ja, einfach wunderbares Gebiet. Hier oben steht schon wieder die nächste Weide, also werden auch hier wieder große Schillerfalter noch mehr sitzen.
Aber das soll es erstmal gewesen sein. Heute wunderbares Beispiel für eine Waldbewirtschaftung in dem Sinne und für den großen Schillerfalde und jetzt auch noch dazu ergänzend den kleinen Schillerfalde an Espe.